Hallihallo und herzlich willkommen in der Wunderkesselküche. Mein Name ist Kai und heute mache ich mit euch mediterranes Gemüse mit Schafskäse. Das ist ein sehr, sehr einfaches Gericht, allerdings sehr, sehr schmackhaft, schnell zubereitet und vor allem sehr gesund. Wir beginnen mit dem Grundstoff für die Soße. Dazu brauchen wir 500 Milliliter Wasser, dann einen Esslöffel von unserem Suppengrundstock. Wenn ihr nicht wisst, wie der geht, dann schaut einfach mal im Wunderkesselforum nach oder hier auf unserem YouTube-Kanal. Ihr könnt natürlich auch Instant Gemüsebrühe nehmen, aber hier unser selbstgemachtes ist natürlich wesentlich delikater und vor allem auch gesünder ohne Konservierungsstoffe. Eine Zwiebel und eine Knoblauchzehe. Die Zwiebel habe ich schon mal geviertelt. 500 Gramm passierte Tomaten und ein klein bisschen Salz noch oben drauf, so ein halber Teelöffel etwa. Das ist das, was unten bei uns im Kessel ist. Wir wiegen 250 Gramm Reis in das Sieb. Das habe ich jetzt schon gemacht, denn weil der Reis, wenn er aus der Packung kommt, ja immer noch so ein bisschen staubig ist, ein bisschen Spelzen enthält, wasche ich den immer noch. Also immer erst einwiegen, dann mal kurz mit klarem Wasser spülen, bis das Wasser, was unten rauskommt, ebenfalls klar ist. Sieb einsetzen und der Rest kommt hier in unseren Varoma bzw. in den Einlegeboden. Das Gemüse, das ich jetzt vorbereitet habe, wie gesagt, ist mediterranes Gemüse. Ihr könnt das natürlich nach Belieben auch austauschen. Da habe ich anderthalb Paprika. Ich habe jetzt gelbe und grüne. Könnte wie gesagt auch kreativ sein. Rote nehmen, was auch immer. Eine in Scheiben geschnittene Zucchini. Und in Mundstücke große Aubergine. Eine halbe Aubergine. Ja, das kannst du ein bisschen vermischen. Ja. Dann noch zwei Tomaten, die haben wir geachtelt. Die kommen ebenfalls noch mit rein. Und das war's, was hier in unserem Varoma ist. In den Einlegeboden kommen 250 Gramm Schafskäse oder Feta. Legt ihr einfach oben rein und würzt das Ganze mit Herbe de Provence, Kräuter der Provence. Kann man schön scharf würzen, also kann richtig, richtig gut eingewürzt werden. Und Pfeffer. Auch wichtig. So, Deckel drauf, das Ganze hier auf unseren Thermomix. Und jetzt machen wir das einmal so 2 Sekunden auf Stufe 8, dass der Reis nochmal durchgespült wird und die Zwiebel unten auch so ein bisschen schon mal angehäckselt wird. Und jetzt das Ganze 20 bis 25 Minuten in Varoma-Stufe oder Dampfgarstufe 1. Ich stelle jetzt mal so 22 Minuten ein und dann können wir zwischendurch mal schauen und die Garprobe machen. Ja, wie ich eben schon gesagt habe, ihr könnt natürlich das Gemüse nach Lust und Laune austauschen. Also was mir jetzt einfallen würde, wäre natürlich klar Champignons, Fenchel, Möhren. Ihr könnt auch den Reis ersetzen durch Kartoffeln oder Nudeln. Also ihr habt jede Menge Möglichkeiten zu variieren, das Ganze auszutauschen. Probiert einfach mal aus. Schreibt es auch gerne runter in die Kommentare, was ihr gemacht habt oder wie ist eure Lieblingsvariante. Ja, das interessiert uns natürlich. Und dann gucken wir mal, vielleicht gibt es nochmal ein komplett neues Rezept. Das, was ich euch hier zeige, ist halt sehr einfach und schnell zubereitet, kaum Vorbereitung, also alles in allem nicht viel Arbeit. So, damit ist unser Gemüse hoffentlich gar. Ich teste mal. Wie gesagt, ihr könnt da etwas länger auch machen. Das ist ja mal vom Gemüse abhängig, auch wie ihr es geschnitten habt. Also ich denke mal, das müsste durch sein. Gucken wir mal, gerade hier so. Ja, super. Perfekt. Das ist genauso, wie es sein muss. Der Schafskäse auch schön angedünstet. Was wir jetzt noch machen, hier die Soße jetzt noch fertig machen. Erstmal müssen wir natürlich den Reis rausholen. Ja, muss mal drehen hier, dann komme ich besser dran.
Das ist natürlich cool. Das sieht jetzt schon echt so ein bisschen aus wie Tomatenreis. Tomatenreis, das habe ich geliebt. Das hat meine Omi immer gemacht für uns. So, die Soße machen wir jetzt so, dass wir einfach 100 Milliliter Schmand noch unten in diesen, in diese Restbrühe geben. Wenn ihr das ein bisschen kalorienreduzierter haben wollt, dann könnt ihr natürlich auch einen Frischkäse nehmen. Wir nehmen jetzt Schmand, weil das schmeckt schon gut. Klein bisschen Pfeffer, eine Prise, 2, 3. Aufsetzen und dann wird das Ganze nochmal so 20 Sekunden auf Stufe 10 klein gemacht. So, damit ist unsere Soße auch fertig. Das Ganze richten wir jetzt noch auf dem Teller an und dann schauen wir mal, wie es schmeckt. So, das ist also unser mediterraner Schafskäse mit Gemüse, Tomatenreis dazu. Die Soße ist wirklich extrem gut geworden. Der Reis hat jetzt noch etwas Biss. Das finde ich sehr, sehr gut. Auch das Gemüse ist nicht durchgekocht, sondern absolut bissfest. Genauso muss das sein und so muss das schmecken. Sehr schönes, vollwertes Hauptgericht. Und habt ihr gesehen, relativ schnell zubereitet. Bisschen Schnippelarbeit und den Rest übernimmt hier unser Wunderkessel. Schreibt mir in die Kommentare, ob ihr es ausprobiert habt, wie es euch schmeckt, vielleicht auch eure Varianten dazu. Wenn euch das Video gefallen hat, liken und natürlich den Kanal abonnieren und dann bekommt ihr viele weitere tolle Rezeptideen und Tipps rund um den Thermomix in unserem Wunderkessel-Kanal. Ich esse jetzt noch ein bisschen und sage bis dahin alles Gute und tschüss, bis zum nächsten Mal.